Hallo, hier ist der Bitcoin-Beobachter und heute habe ich wirklich krasse News für euch. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Bitcoin-Preis liegt jetzt aktuell bei 22.630 Dollar. Das sind nochmal fast, ja nee, das sind ja, wenn man in die letzten 24 Stunden zurückguckt, das sind ja dann schon über 3.000 Euro mehr als gestern, über 3.000 Dollar mehr als gestern. Und ja, da habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Ich finde das echt interessant, super toll. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch kommt. Ich habe es erwartet, es könnte vielleicht passieren, ja, aber ja, jetzt ist es soweit und es ist sogar höher noch gegangen, als ich dachte. Was ich interessant finde, sorry, meine Stimme ist ein bisschen heiser heute. Ich habe gestern einen Artikel gelesen in diesem, wie heißt das noch, BTC, ich weiß nicht, irgendwie so einer relativ bekannten Bitcoin-News-Webseite, ich komme jetzt, sorry, nicht auf den Namen, da stand geschrieben, dass der Bitcoin eigentlich einen Wert von 22.000 Dollar zurzeit haben müsste und das hat ein Experte errechnet und zwar anhand der Menge des vorhandenen Bitcoins und der jährlichen Fördermenge kann man halt sozusagen den Wert eines Gutes errechnen. Das wird also auch bei anderen Rohstoffen zum Beispiel gemacht. Und ja, nun ist der Bitcoin tatsächlich auch vom Preis her in diesem Bereich. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an diesem Artikel, den bestimmt viele gelesen haben. Aber vielleicht gibt es da auch noch andere Gründe. Ich werde das weiter beobachten. Und ja, ich wünsche euch einen tollen Tag. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.